SWB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, einem Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Ja, wenn draussen das Laub von den Bäumen geht, wenn der Nebel langsam wieder zum Thema wird, wenn sie in den Gassen nach Maroni schmeckt und sich gewisse Männer schneuz wachsen lassen, dann ist wieder November. Bis jetzt hat man mit dem zweitletzten Monat vom Jahr nicht unbedingt den Fußball-WM in Verbindung gebracht. Heuer ist das alles etwas anders. In wenigen Wochen, konkret am 20. November, fährt die Fußball-WM 2022 in Katar an. Über diese spezielle Konstellation und über seinen Job rede ich mit meinem heutigen Gast, mit dem Andy Körner. Der Willi Sauer, der ist HR-Director bei der FIFA und wird sich heute meine Fragen stellen. Herzlich willkommen, Andy Körner. Danke vielmals. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, es ist effektiv Herbst und gleich in Katar scheint die Sonne und wir freuen uns auf die WM, die bald losgeht. Ja, ihr habt es jetzt selber angesprochen. Hier hat der Winter langsam eingezogen. In Katar scheint die Sonne. In wenigen Wochen fährt dort die erste WM an, die nicht im Sommer, sondern im Winter stattfindet. Mit welchem Gefühl blickt ihr als HR-Director der FIFA in diesem grossen Turnier entgegen? Ja, ich freue mich, geht's endlich los. Wir haben eine lange, intensive, zum Teil auch schwierige Vorbereitung gehabt. Wir sind ja bei jedem in der Presse und es ist jetzt Zeit, dass wir den Ball können rollen. Es ist alles parat, die modernsten Stadien, die man sich noch vorstellen kann, auch Trainingsfelder sind parat. Die Leute freuen sich hier und dort und in dem Sinne ja, ist es glaube ich, bereit, dass der Kickoff jetzt erfolgt. Sie reisen am 10. November, also 10 Tage vor Turnierbeginn nach Katar. Was gibt es für Sie zu tun dort? Ja, eigentlich bin ich für das Personal zuständig, aber es ist jetzt da so die Möglichkeit, dass ich wieder mal auf den Platz kann quasi. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie zum Theoretiker verkomme. Und dann meine ich, wüsste alles. Ich tue mich einordnen, das Dispositiv vor Ort. Ich bin in zwei Stadien als Match Coordinator tätig, im Education City und im El Tumama. Und werde dort umspringen, helfen, improvisieren, lehren, Fehler machen. Ja, so, wie es halt auch ist, wenn man ein Dorffest organisiert. Das ist ein bisschen grösser als ein Dorffest. Mit welchen Erwartungen geht ihr auf Katar? Es ist das erste Mal, wo ihr vor Ort werdet sein. Genau, ja, das überrascht vielleicht ein bisschen, dass ich erst zum ersten Mal gehe. Das ist effektiv so. Ja, meine Erwartungen sind, glaube ich, jetzt nicht mehr wichtig. Es geht jetzt einfach darum, das Beste daraus zu machen. Und wir werden das Beste daraus machen, als Team zusammenstehen und eine oder die beste WM, die sie gegeben hat, können zusammen abliefern. Die beste WM, die sie je gegeben hat, jetzt die Weltmeisterschaft in Katar, die sieht sich auch heftiger Kritik ausgesetzt. Die Rede ist von Menschenrechtsverletzungen, von tausenden toten Wanderarbeitern, von klimatisierten Stadien, Einschränkungen von der Pressefreiheit. Was sagen Sie zu diesen Themas? Ja, also danke, dass Sie das ansprechen. Das sind natürlich ganz wichtig und auch schwierige Themen. Und keine Massnahme wird die verstorbenen Wanderarbeiter wieder irgendwie zum Leben erwecken. Und ich glaube, auch kein Event kann das irgendwie nur rechtfertigen. Und gleich, wenn man vor Ort ist, natürlich, die Leute, der arabische Raum, Katar, aber auch alle Länder drumherum, freuen sich extrem auf die WM. Es ist eine neue Chance, es sind neue Perspektiven, es hat auch zu vielen Verbesserungen geführt. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir, Sie und aber auch ich, mit unserer europäischen Brille, wir können uns gar nicht vorstellen, was das eigentlich heisst, für den arabischen Raum, so einen WM dürfen, durchzuführen. Und in dem Sinn hat es sicher viel Kritik gegeben, berechtigte Kritik, aber es gibt auch sehr viel Hoffnung. Hoffnung, die hat man auch vor 4 Jahren gehabt, wo die WM zu Russland stattgefunden hat. Man hat gesagt, ja, wenn die ganze Welt hinschaut, dann wird es mittel- und langfristig Verbesserungen geben. Jetzt wissen wir, das war eigentlich nicht der Fall. Warum soll es ausgerechnet jetzt in Katar zu Verbesserungen führen? Ja, also, wie ich es ein bisschen angetönt habe, schon mit den Verbesserungen, die ja, wir können umsetzen können, eben auch gerade für die Wanderarbeiter. Aber da muss ich noch mal klar sagen, dass nichts
rechtfertigt, was ein Tod von so einem Wanderarbeiter ist. Also, das ist klar. Aber wenn man schaut, was die sozialen Bedingungen, die man können verbessern konnte, aber auch die Hoffnung, auch, was zum Teil mit den Stadien noch passiert, da hat man einfach das Gefühl, man hat irgendwelche Stadien hergestellt. Es ist in dem Sinne die nachhaltigste WM, weil gewisse Stadien werden wieder abgebaut und verschenkt an andere Standorte. Gewisse werden Education City, Heimstadion, noch nicht sein. Das wird zu einer, wie es der Name schon sagt, wird zu einer Schule werden. Gewisse werden zu Altersheim, gewisse werden zur Hälfte reduziert. Man hat hier natürlich sich sehr viel vorgenommen, hat auch viel gelernt von anderen Stadien, also von anderen WMs und hat das integriert und hat in einer Art und Weise gebaut, wo man halt weiss, ja, nein, das geht einen Tag danach. Aber fast noch wichtiger, glaube ich, ist schon Selbstwertgefühl in dem arabischen Raum können zeigen, ja, wir können das. Wir haben immer unsere europäischen Standards und haben das Gefühl, es muss alles sein, wie es bei uns ist. Ich auch, es wird nichts besser. Aber ihnen jetzt die Möglichkeit geben, die Welt binnen dürfen zu begrüßen, zeigen, dass man das kann, das glaube ich, das wird das Nachhaltige sein, dass in dieser Region Selbstvertrauen wird geben, aber auch, dass es Fortschritte geben wird im Sozialen, wie aber auch im Alltag, einfach die Infrastruktur etc. Das wird Spuren hinterlassen. Wo die WM 2022 am 2. Dezember 2010 vergeben worden ist, da sind ihr noch nicht bei der FIFA gesehen. Was habt ihr da zumal gedacht? Und ihr gehört dann, ja, WM in Katar. Das ist richtig, da bin ich noch bei der UEFA gesehen und habe wahrscheinlich etwas gedacht, dass alle anderen auch gedacht haben. Natürlich, mittlerweile haben wir das alles abgehakt. Das ist so lange zurück. Und mich interessiert vielleicht jetzt auch die Eventbranche so oder so, heute und vielleicht morgen ein bisschen mehr, wieder, was die Vergangenheit war. Das Spiel läuft, wir müssen das Beste daraus machen und wir werden das Beste daraus machen. In dem Sinne eben freuen wir uns, dass es in wenigen Tagen losgeht. Gut. Ja, über die WM, da könnte man noch lange diskutieren. Das würde aber den Rahmen von dem Gespräch sprengen, mit Sicherheit. Wegen dem kommen wir noch auf eure konkrete Arbeit bei der FIFA zu sprechen. Sie sind seit knapp 3 Jahren beim Weltfußballverband. Was machen Sie genau als HR-Director? Ja, also zusammen mit meinem Team sind wir zuständig für das ganze HR effektiv. Also das ist von der Rekrutierung über Betreuung, über Weiterentwicklung der Mitarbeitenden, Honorierung, also die ganzen Löhne, aber auch Training gehört dazu. Bei einer Vakanz, wenn wir ausschreiben, können wir bis 1000 Bewerbungen über. Also das müssen wir irgendwie machen. Digitalisierung ist ein grosses Thema. Dann, FIFA ist ja der Weltverband von 211 Mitgliedsverbänden. Die sind zum Teil sehr weit. Zum Teil sind die aber nicht einmal eine Homepage, zum Teil, die ganz kleinen. Und da werden wir auch versuchen, oder sind wir dran, diesen Verbänden auch zu helfen, dass die sich professioneller aufstellen, dass sie eben vielleicht auch bessere Leute oder qualifiziertere Leute können finden, die sie vielleicht sonst nicht werden finden. Daneben sind wir jetzt gerade dran, ein Büro aufzubauen in Paris. Also ich bin relativ viel in Paris in der letzten Zeit. Wir haben noch ein Regionalbüro, 11 in der Welt, also in Asien, Afrika und Südamerika. Dort sind wir auch zuständig. Ja, bei der WM selber vielleicht, das ist meistens das lokale Organisationskomitee, zusammen natürlich mit uns, wo stark engagiert ist vor Ort. Da kann ich nicht aus Zürich oder Mainen irgendwie. Aber jetzt sind wir natürlich dran schon für 2026, USA, Mexiko, Kanada, zum Teil auch noch für 2023 Frauen-WM, also das nächste Jahr in Australien und Neuseeland, wo wir dran sind. Ja, das so in einer Nutshell, was so ein bisschen die Arbeit ist von mir und von meinem Team. Ja. Ihr Wechsel zu der FIFA, der ist eigentlich mitten in der Corona-Pandemie zustande gekommen. Hat das euren Start eher erschwert oder sind ihr froh, dass ihr nicht immer auf Zürich überpendeln müssen? Ja, das heisst, hat etwas. Ja. Also ich habe noch Glück gehabt. Bei den ersten 4 Wochen war alles noch mehr oder weniger normal. Ich konnte mein Team kennenlernen, meine Chefin kennenlernen und bin dann plötzlich effektiv viel mehr daheim gewesen, als ich es je in meinem Leben war. Man hat gemerkt, dass das relativ gut geht mit dem Homeoffice. Ich würde sagen, die FIFA war jetzt dort nicht gerade sehr fortschrittlich bis dahin. Präsenz ist natürlich immer noch sehr wichtig. Ein Turnier organisieren, indem man sich im Homeoffice hockt. Aber seither dürfen wir auch heute noch 2 Tage, wenn es der Job erlaubt, von daheim aus arbeiten. Und ich denke, das ist ein Segen für mich, weil ja, das Reisen jeden Morgen und wieder zurück am Abend vom Hinterland nach Zürich, habe ich unterschätzt, muss ich sagen, ja. Gut. Würdet ihr sagen, ihr habt einen Traumjob in der FIFA?
Ja, also meine Traumjobs sind Fußballtrainer und Schriftsteller, Lokführer habe ich mal werden oder IKRK-Delegierte. Also wenn ich den Arbeitsweg dazu nehme, habe ich wahrscheinlich vor allem etwas dabei. Von daher gefällt es mir ganz gut. Ja. Vor Ihrem Engagement bei der FIFA sind Sie 8 Jahre im SPZ in Nottwil gewesen. Worin unterscheiden sich die beiden Arbeitgeber? Das ist eine gute Frage. Und natürlich gibt es viele Unterschiede, aber es gibt auch sehr viel, wo gleich ist. Mir hat es in Nottwil ausgezeichnet gefallen. Mir hat es aber auch vorher bei der UEFA oder bei der UBS oder seinerzeit noch beim Zoll gut gefallen. Und ich habe so den Eindruck, hinter den Kulissen hat es überall ganz viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und eigentlich egal, welche Etikette da am Schluss vorne dran hängt, es gibt ganz viele Leute, die einen tollen Job machen. Und das ist in Nottwil genauso der Fall wie jetzt in Zürich. Ihr seid aber nicht nur in den grossen Stadien auf der ganzen Welt zu Gast. Ihr seid auch ab und zu mal auf dem Schloss Feld anzutreffen. Sie sind selber aktiv gewesen. Jetzt spielen Ihre beiden Söhne dort. Ja, wenn man das vergleicht, die grossen Stadien mit jetzt so einem kleinen Schloss Feld, am Schluss ist es gleich Fußball. Was zeichnet die Sportart aus für euch? Ja, das ist richtig. Ich bin wahrscheinlich mehr auf dem Schloss Feld als in einem anderen Stadion, weil die eigenen Kinder sehen mit ihren Freunden, wenn sie da ihre Goal schiessen und Freude haben. Und sonst ist es ja sowieso der Schiri gesehen, dass die Emotionen, die schlägt sonst eigentlich nichts. Ich glaube, was Fußball auszeichnet, ist schon das einfache Spiel. Es ist, alles, was es braucht, ist ein Ball und die Augen leuchten. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie Fußball gespielt haben, aber wenn ich jetzt heute oder der Kiel bei der Gasse laufe, wie viele alte Kollegen, die man einfach wieder trifft, die man seit 10 Jahren nicht mehr sieht. Aber der Fußball von seiner Zeit, vielen auch noch heute natürlich, der verbindet und macht, glaube ich, einfach auch Freundschaften fürs Leben. Ja. Ich habe es schon angesprochen, Sie haben alle Juniorabteilungen vom FC Willisau laufen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie den Spitznamen «Fliegender Holländer» haben. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Ja, das ist so. Viele kennen mich einfach nur als Holländer und das ist auch heute noch gut so. Ja, das geht zurück ins FC-Lager, irgendwie, wo die ein oder andere Parade zum Namen «Fliegende Holländer» geführt hat. Das ist zu lang. Also bin ich einfach heute der Holländer, genau. Hat aber nichts mit Holland an sich zu tun, weil wir Fans sind von dieser Mannschaft oder von dieser Nation? Hat es nicht. Ich bin dann allerdings effektiv ein halbes Jahr mal auf Holland studieren. Wahrscheinlich auch wegen dem Namen. Denke, dass, wenn man das schon alle so sagt, dann muss ich mal schauen. Und der Zufall will, dass das erste Spiel, das ich hier habe, der WM, auch wieder Holland wird sein. Und auf das freue ich. Natürlich ist mein Herz schon ein bisschen weit holländisch geworden durch das Ganze. Also das heisst, ihr werdet mehrere Spiele live vor Ort sehen eigentlich? Ja, es wird ein toller, aber auch ein strenger Start sein. Ich glaube, ich bin bei 2 Stadien, wie die ersten 12 Tage jeden Tag ein Match haben. Das ja, sind sehr lange, intensive Tage, aber dafür sieht man auch ein oder andere Spiel. Leider die Schweiz nicht. Es sei denn, sie kommen weiter und darum hoffen wir, dass sie es am Schluss gleich noch sehen. Ja. Ja, die Schweiz, die wollte ich jetzt gerade ansprechen. Eine relativ schwierige Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, mit Serbien und mit Kamerun. Was traut ihr der Schweizer zu? Ja, meine Prognosen, die sind bekannt, dass sie nicht wert sind. Darum will ich da eigentlich gar nichts sagen. Ich hoffe, dass einer aus der Gruppe Weltmeister wird und dann ja, nehmen wir es mal, wie es kommt. Also Kamerun wahrscheinlich eher nicht, denke ich. Serbien, Brasilien oder Schweiz. Ich hätte natürlich Freude an einem afrikanischen Weltmeister. Es wäre mal Zeit, oder, dass wieder eine neue Mannschaft dazukommt. Für das steht unter anderem auch die FIFA. Oder wir arbeiten. Also wenn wir die Vision vom Präsidenten anschauen, geht es eigentlich darum, dass man den Fußball nicht nur hier spielen lässt, wo er schon gut ist, sondern auch dort bringt, wo es noch viel Potenzial gibt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn es mal einen neuen Weltmeister würde geben. Ja, wieso auch immer, irgendwie für Afrika hätte ich besonders Freude. Realistisch ist es wahrscheinlich noch nicht. Und wir nennen es einfach, wie es kommt. Also als FIFA bin ich so neutral und hoffe einfach auf schönen Fußball. Gut. Und das Final könnt ihr aber live vor Ort sehen? Beim Final bin ich wieder zurück. Das war der Deal mit der Familie. Gut. Ja, das wäre es schon wieder gewesen. Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch, Andy Körner. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, man sieht sich wieder nächsten Monat, wenn es heisst WB Gespräch. Bis dann, bleiben Sie gesund. Ade miteinander. Das WB Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik
und der Swiss Chrono AG in Menznau.